Hi, ich bin der Günther, ich hoste am Bude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von New Pokémon Snap. Beim letzten Mal haben wir die erste Route gemacht, einiges an Tutorial hinter uns gebracht und es hat richtig Bock gemacht. Deswegen machen wir jetzt gleich weiter und dieses Evoli lenkt mich immer noch ab. Warum kann ich nicht einfach statt fotografieren hier bleiben und mit Evoli spielen? Na, gehst du wieder fotografieren? Also das ist Professor Marcel Davis. Also ich möchte noch eine weitere Funktion der Forschungskamera erklären. Die Scan-Funktion. Damit kannst du deine Umgebung untersuchen. So hältst du Informationen zu Pokémon und ungewöhnlichen Dingen in deiner Nähe. Ich hatte zwar schon mal gefragt, aber was ist mit ungewöhnlichen Dingen gemeint? Diese Kristallpflanzen zum Beispiel. Nun, es handelt sich um Dinge, die nach Ansicht des Systems interessant sein könnten. Das sagt gar nichts. Man muss es einfach mal ausprobieren. Rita, könntest du Günther wieder die einzelnen Schritte erklären? Wird erledigt, dann zück mal deine Kamera. Okay, es gibt noch mehr Tutorial. Ja, ich weiß. Die Scan-Funktion zu benutzen ist ein Kinderspiel. Drück einfach nur X. Versuch's mal. Hast du gesehen, dass der Name des Pokémon angezeigt wurde? Und hast du das Fragezeichen-Symbol bemerkt? Das bedeutet, dass du etwas näher ansehen kannst. Beweg dafür genau das. Hat seine Form verändert, nicht wahr? Wenn das passiert, musst du X gedrückt halten, um eine Analyse durchzuführen. Probier's mal. Genau so, jetzt siehst du das Ergebnis der Analyse. Ein Neowon, dieses Gefährt ist unerlässlich für die Pokémon-Forschung. Da fällt mir ein, den Namen Neowon soll sich ein Freund des Professors ausgedacht haben. Das war einfach, oder? Und was warum erzählst du mir das? Taucht unten am Bildschirm dieses Symbol auf, gibt es in der Nähe etwas zu untersuchen. Okay. Ich hab schon so eine Idee. Wenn du es siehst, nutze die Scan-Funktion und untersuche deine Umgebung. Ach, und das hätte ich fast vergessen. Eine coole Sache solltest du noch wissen. Manche Pokémon reagieren auf das Geräusch und das elektrische Signal beim Scannen. Wenn sie neugierig zu dir schauen, ist das die Gelegenheit für ein Foto. Der Professor sagt, das war gar nicht so beabsichtigt. Toller Nebeneffekt, was? Also gut, das sollte es fürs Erste gewesen sein. Das habe ich mich schon gefragt, ob ich irgendwie noch die Posen beeinflussen kann, die Pokémon einfach anlocken. Ich weiß, aber die Zuschauer vielleicht nicht. Ich glaube, ich habe es perfekt erklärt, Professor. Ja, schön. Durch die Scan-Funktion kannst du alles Mögliche in Erfahrung bringen, also setz sie oft ein. Ja, seid ihr fertig? Darf ich weiter? Mach erstmal tagsüber im Naturpark viele Fotos. Ja, meinetwegen. Nein, und es juckt mich nicht. Also, machen wir weiter. Oder theoretisch sind wir ja nur wieder am selben Ort. Die Pokémon stehen hier gleich mal ein bisschen anders. Die verhalten sich jetzt schon komplett anders als in Runde 1. Könnt ihr mal reagieren? Das ist gut. Also bisher haben die meisten nicht reagiert auf den Sensor. Da liegen geröstete Früchte. Perfekt. Ja, ich habe gedacht, man kann nicht direkt schießen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Eine Kristallblume, die hier wächst, die habe ich ja beim ersten Durchgang auch schon gesehen und mir gedacht, was ist das? Da hinten chillt ein Chimpap. Perfekt.
Ja, okay. Die reagieren anscheinend nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob das Foto vielleicht ein bisschen spät war. Hier zur Seite. Ja, okay, den habe ich nur verscheucht. Komm halt noch näher. Die sind gut, die Fotos. Yes! Und ich sehe schon, da drüben ist noch irgendwas, aber ich will kurz. Wo zeigt das hin? Oh, da ist ein Hut im Baum. Das wäre mir jetzt tatsächlich nicht aufgefallen. Also, ich sehe schon, einige Pokémon reagieren da durchaus drauf, andere halt weniger. Diesmal hat das Viech eine andere Farbe. Guck mal rüber. Guck rüber! Haufen Scheiße. Pff, das hat Blumen auf dem Kopf. Ja, okay. Ist halt komplett von hinten fotografiert. Ja, einige haben wir ein bisschen besser hinbekommen. Viele standen auch einfach praktischer, muss man sagen, für Fotos. Das habe ich tatsächlich gar nicht erwartet, dass die ihre Position ändern. Ja, das schon, aber ich dachte, dass die wirklich einfach nur ein bisschen verändern, wie sie gucken oder so. Nicht, dass die gleich ganz woanders stehen. Oh, die zwei sind krass, aber das besser, definitiv. Das finde ich einfach toll. Was? Dodri, Leute! Dodri! Hä? Was zum Fick? Warum ist das Dodri? Ja, das nehme ich. Einfach Dodri, Leute. Ja, das ist das Beste. Das ist scheiße, aber es ist ein Bild. Ja, das ist das Beste davon. Ja. Das da auf jeden Fall. Die haben alle Schmerzen. Das ist dasselbe, warum sage ich alle? Boah, welches von den beiden ist besser? Ich mag das lieber. Carpador habe ich nicht viel zur Auswahl. Das Viech hat irgendwo auch existiert. Irgendwelche Probleme hat das Game. Ja, also mein Dodri bin ich ganz besonders stolz drauf in diesem Run. Bisofunk. Zack, das ist mein erstes 3-Sterne-Bisofunk. Ganz decent Stuff an sich. Pichu, besser als letztes Mal, sehr sicher. Was vor allem daran liegt, dass das erste scheiße war. Es schläft gerade. Gut gemacht. Was? Ja, die Größe ist nicht gut. Hm, das ist kein gutes Foto. Das muss in den Fotodex, Leute.
Aber Dodri war früher auch mal besser, muss ich sagen. Okay, ja, war ein bisschen knapper, als ich dachte, muss ich sagen. Ich fand das erste eigentlich gutes Stück besser. Ja, das muss besser sein, also das kannst du mir... Was? Dein Ernst? Na, also ich nehme mir das auf jeden Fall. Ja, das ist scheiße. 2 Sterne verhalten. Das Ding saß da. Es scheint sich für was zu interessieren. Das ist schön. Ja, die freuen sich über ein totes Karpador. Was? So, Svaroness auf jeden Fall besser als das letzte. Ja! Das war ein neues. Das war immer noch Svaroness. Ja, trotzdem ist es besser als das andere Bild vom Svaroness, meiner Meinung nach. Ja, also, beide sind nicht gut, aber das ist dann schon noch weniger nicht gut. Ne? Tangolos, es ist Kunst. So, Karpador. Das ist sehr close, aber das erste ist ein bisschen besser. Das ist ein Fuß. Die Größe ist sehr gut, genauso wie die Positionierung. Hm. Das ist ein wunderschönes Hutut-Foto. Ja, das ist ein gutes Stück höher von Punkten her. Das ist auch eine ganze Ecke krasser. Und Florges. Zack. Gönnt sich auch ganz nice. Aber egal, wie die Sterne da aussehen, ich könnte auf nichts stolzer sein als auf meinen Dodri. Dein Foto jetzt füllt sich langsam. Denk mal daran zu schauen, welche Sternfotos dir fehlen. Ach übrigens, ich habe ein paar Neuigkeiten für dich. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Dodri. Einfach Dodri. Scheiß drauf, Dodri. Das will ich auch speichern, weil das gefällt mir. So, und dann zum Camp zurück. Bekommen wir eine neue Strecke oder ein neues Item? Also, ich glaube aber, ich werde für den Rest des Projektes nicht mehr über dieses Dodri hinwegkommen. Das ist so dumm! Du scheinst ein Talent fürs Fotografieren zu haben. Ich glaube, es wird Zeit, dass du den Naturpark mal bei Nacht anschaust. In Lentil tritt manchmal ein besonderes Leuchten auf, das wir das Lumina-Phänomen nennen. Du hast herausgefunden, wie es dazu kommt, stimmt's, Professor? Ja, aber ich habe bisher nur den Prozess wissenschaftlich erklärt. Das Ziel meiner Forschung ist es, die Entdeckung der Pokémon, die in der Legende vorkommen. Meinst du die Lumina-Pokémon? Ich dachte, die wären nur erfunden. Nein, es gibt's wirklich. Du hast doch die Fotos in den Lentil-Chroniken von Captain Winsky. Ja, das sieht genauso aus wie die typischen Geisterfotos im Internet. Die hat irgendwer mit einem Toaster geschossen. What? Auf den kann man aber kaum was erkennen. Eben! Außerdem sind sie schon 100 Jahre alt. Nun ja, das können wir ein andermal besprechen. Dir erstmal viel Spaß bei deiner nächtlichen Expedition. Ja, da habe ich Bock. Nacht ist immer geil und jetzt noch bei Nacht erkunden. Ich freue mich. Allgemein, diese Weltkarte finde ich auch ganz cool. So, Park bei Nacht. Ach so, das Forschungslevel ist wirklich für jede Gegend unterschiedlich. Ich dachte irgendwie, das wäre ein Level, das wirklich ich habe und nicht der Ort. Oh, das gefällt mir jetzt schon. Es gefällt mir jetzt schon, ab geht's! Pokémon at night.
Es zündet den Boden an. Oha, das ist cool. Hier pennen jetzt die ganzen Bisofunk. Haha, einfach Bisofunks Arschloch fotografieren. Ich bilde mir ein... Nee, ich hab mir ein Gebilde aus dem Trailer, dass es hier was gäbe. Also, was rennt hier sonst so rum? Ein Raupi? Kramurks verschiedenste. Ich weiß. Keine Ahnung, was mir das gerade... What the fuck? Wo kommt ihr her? Yo, da leuchtet eins. Sheesh. Hier chillen einfach Chelterra auf dem Boden. Ach, scheiße. Hätte ich früher reagieren müssen. Oh, jetzt habe ich's aufgeweckt. Moin. Oder Abend. Weißt schon. Da fliegt's weg. Alter, das ist so cool. Ich feier das Game. Ah, guck mal, das Ding ist jetzt wach. Ich glaube, das Foto ist gut. Oha! Das auch. So, eindeutig besser als das vorige Hutut. Ich meine natürlich als sein Fuß. Gönn dir. Mann, guck doch zu mir, du Sohn. So, das ist sehr schön. Wieder so eine Kristallblume. Ah, da ist ja... Da chillt ja ein Hopplo. Ja. In meiner Nähe gab es einen gewaltigen Energieanstieg, aber... Können wir anscheinend nichts mehr zuhören jetzt. Aber das war nice. Es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte, aber erst die Bewertung. So. Ach, jetzt ist die Kristallblumen-Motiv auf einmal. Das ist mein Favorit. Ja, ich hab's schon gesagt, mir ist das scheißegal. Ich nehme die Fotos, die ich besser finde, persönlich. Ich meine, das ist sehr gut, aber ich würde sagen, das ist besser. Definitiv. Das da. Ja, das... Das, die Chelterra waren für mich so das Überraschendste, muss ich sagen. Dass die auf einmal da ankommen.
Ja, schon das. Das, die haben beide drei Sterne vom Leuchtenden. Ja, da habe ich nur eins, das ist aber auch ganz gut. Definitiv das. Da habe ich nur eins. Da habe ich auch nur eins. Und die Kristallblume. Na, was hast du für Fotos geschossen? Ein Hoplo. Das chillt eine Runde. Bidiza. Ja, das ist schon besser. Wieso chillt der Brudi? Oh, da habe ich inzwischen fast von allen Sternen. Ja, das ist, denke ich, recht decent. Das finde ich ziemlich gut geworden. Dann das Pinsir. Das ist sehr weird. So, Vadribi. Glotzt genau in die Kamera. Und man bekommt ab 4000 Diamantsterne, ne? Ja, ich habe schon gesehen, dass ich die ganze Zeit 3960 bis 3980 bekomme. Auch gut. Oder nicht gut. Siehst du, das ist weniger. So, Svarunes. Drei Sterne habe ich inzwischen auch von drei. Also, für diese Diamantsterne habe ich wirklich Glück heute. Jetzt mal. Ich habe die ganze Zeit... Oh mein Gott, die Größe, Junge! Das Foto ist Jesus! Das Foto ist Jesus. Hm, genau, ich glaube, so nenne ich die Folge. Dann müsste das Peach doch eigentlich ähnlich gut sein, oder ne? Ja. Und die Kristallblume. Willst du jetzt die Pose einer Blume bewerten? Scheinbar nicht. Ach, schade. Schade, Mann. So, das gibt auch wieder einige Punkte. Du willst mich flachsen, oder? Du willst mich flachsen. So unterscheidet sich also das Verhalten dieser Pokémon bei Nacht. Sehr aufschlussreich. So groß wie möglich. Gruppenfoto Nacht. Weiße Kristallblume. Übrigens, da es mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Hier habe ich, glaube ich, keine Bilder, die ich speichern möchte. Okay, doch. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber sonst, nee. Ich glaube, ich weiß schon genau, wie diese Folge aussieht, einfach. Der Titel wird, dieses Foto ist Jesus und auf dem Thumbnail ist ein Bisopfang mit dem Namen Dodri. Hm, interessant. Es ist etwas Unglaubliches passiert. Schau dir das an. Ja, dieses Energievorkommen, von dem er geredet hat. Lass mich raten, wir machen das jetzt gleich nochmal bei Nacht und treffen dann ein Lumina-Pokémon. Als du dich der Blumenwiese genähert hast, habe ich einen gewaltigen Energieanstieg gemessen. Und die Quelle dieser Energie hat sich bewegt, wenn auch nur ein kleines bisschen. Das heißt, das war ein Lumina-Pokémon? Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber ich denke schon. Wieso ist es jetzt auf einmal aufgetaucht? Hast du irgendwas Besonderes gemacht? Das habe ich mich auch gefragt. Er ist bestimmt nicht nur durch Zufall aufgetaucht. Daher wäre es am besten, wenn du den Ort der Energiequelle mal genauer ansiehst. Was? Ich will auch mit! Wir zwei werden das Ganze auf dem Bildschirm mitverfolgen, Rita. Brich bitte auf, wenn du bereit bist. Ich könnte die Folge hier jetzt wieder beenden, aber komm, Alter, wir gehen jetzt rein da!
Lumina-Zone. Nochmal als eigenes Gebiet. Na, dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ich rechne damit, dass das das Bosskampf-ähnlichste ist, was man in diesem Spiel bekommt. So ungefähr. Das Signal kommt von da drüben. Von der Kristallblume so ziemlich wahrscheinlich. Ich glaube, da ist was. Rein theoretisch. Also nicht, als wird hier irgendwas ungewöhnlich aussehen. Und das kennt man aus dem Trailer. Meganie. Servus. Ich finde das gut, dass die Größe von dem Ding so gut passt. Das ist auch so eine Sache an Pokémon Snap. Dieses Meganie ist ein Lumina-Pokémon. Schieß unbedingt ein Foto von ihm. Viele Pokémon, habe ich das Gefühl, sind gerade in den Hauptspielen nicht gut dargestellt. Servus. Heißt das, diese ganze Stage basiert jetzt nur darauf? Oh. Okay, das ist, denke ich, sehr wichtig. Digga, wie das Ding leuchtet. Die ganze Stage fokussiert sich jetzt wirklich nur auf dieses eine Pokémon. Oh, so viele Fotos. Ich mag Meganie auch. Das ist ein saucooles Pokémon. Servus. Es hat wieder aufgehört, krass zu leuchten. Läuft jetzt ein bisschen neben uns her. Servus. Was geht denn bei dir so? Wie war denn dein Tag? Ich hab dich heute fotografiert. Ja, genau das brauchen wir. Oh, warum ist der Baum da so hässlich im Weg? Das wäre ein tolles Foto. Na, komm, weiter, weiter, weiter. Frisst du noch mehr? Nee, moin. Und weg ist es. Ich wollte gerade sagen, wir bewegen uns irgendwie nicht mehr. Der Energieanstieg ist auch verschwunden. Lass uns drüber reden, wenn du wieder hier bist. Ja, war eine kurze, entspannte Runde, muss ich sagen. Und halt wieder designtechnisch sehr geil. Und dass ich Meganie als Pokémon sehr mag, kommt da auch noch eben positiv für mich hinzu. Also, 18 Fotos. Es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte, aber Bewertung. Boah, welches ist am besten? Die Sterne sagen nur 2 und 3. Und ihn jucken wirklich nur die, wo es so leuchtet. Also, ich habe die Wahl zwischen dem da. Das ist ganz... Nein. Das... Die sind auch noch gut. Das gefällt mir halt sehr gerne. Das nehme ich. Das zeigt auch nochmal diese Blume. Okay, werfen wir einen Blick drauf. Das ist ein Meganie. Dieses Pokémon haben wir noch nicht erforscht. Yep. Die Pokémon vor charakteristischen Hintergründen zu fotografieren, kann zur Forschung beitragen. So. Hier haben wir jetzt direkt Level 2 für einen Erfahrungspunkt, so ziemlich. Dafür brauchen wir für Level 3 60.000, so ungefähr. Aha. Halt deine Augen nach den kleinsten Veränderungen offen. Das heißt, da wird es dann wohl was Wichtiges geben. Cartoon.
als Filter. Es gibt Filter. Ach so, warte, nur für die Bearbeitung. Übrigens, dank der Daten zum Lumina-Pokémon gibt es was Neues zu berichten. Ich erzähle davon, sobald deine Fotos verstaut sind. Nee, ich brauche kein anderes. Also zum Camp. Laber mich voll. Boah, ey, die erste Spielstunde habe ich jetzt durch und das ist saugeil, das Game. Also wer noch überlegt hier, ich würde es euch empfehlen. Das ist ein richtig chilliges, cooles, schönes Game bis hierhin. Ah, du bist zurück. Und was sagst du? Warst du nicht wunderschön und wahnsinnig groß und hattest was gesagt? Na, also das letzte Nein. Tief durchatmen, Rita, eine Frage nach der anderen. Du hast gut reden, du warst doch selbst total aus dem Häuschen. Hier ist Megania, war ohne Zweifel ein Lumina-Pokémon, genau wie in der Legende. Wie war es nochmal mit der Legende? Die Lumina-Pokémon haben vor langer Zeit Lentil vor einer riesigen Katastrophe bewahrt oder so ähnlich? Ganz genau. Die Lumina-Pokémon... Och, fick dich. 3, 2, 1, synchronisiert. Scheiß Timing. Also genau wie dieses Pokémon. Du sagst es, ich bin davon überzeugt, dass die Ereignisse aus der Legende tatsächlich stattgefunden haben. Der Schlüssel zu meiner Forschung liegt darin, rauszufinden, was damals wirklich geschehen ist. Ach ja, Professor, gab's nicht noch was, das du ansprechen wolltest? Es ist schon spät, das kann bis morgen warten. Ja, relativ unnötig jetzt gegen Ende, dass der Scheißteil nochmal überhitzen will. Und der Controller dann dazu streit... Fick dich! 3, 2, 1. Guten Morgen, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Wie Rita bereits erwähnt hatte, war ich gerade dabei, meine Forschung auszuweiten. Alles war schon vorbereitet, um mit der Erkundung der ganzen Lentil-Region anzufangen. Aber dann kamst du und hast ein Lumina-Pokémon entdeckt. Denkst du, da gibt es einen Zusammenhang? Das ist schwer zu sagen. Ich habe jedoch das Gefühl, dass uns interessante Dinge widerfahren werden, wenn du mit von der Partie bist. Meinst du? Wir werden sehen. Manchmal drückst du dich echt wahnsinnig unklar aus. Aber ich denke, das ist eine gute Idee. Je mehr wir sind, desto lustiger wird es. So sieht's aus. Möchtest du offiziell unserem Forschungsteam beitreten? Ich denke, eine Wahl hab ich eh nicht. Wer hätt's gedacht? Ausgezeichnet. Dann machen wir es mit diesem Mitgliedsabzeichen offiziell. Yay. Bitte mach schnell, sonst überhitzt das Scheißteil. Junge! Drei, zwei, eins, rein. Es steht dir wirklich gut. Und jetzt lass uns zu unserem nächsten Abenteuer aufbrechen. Ich bremse deinen Enthusiasmus nur ungern, aber... Ich muss erst noch ein paar Dinge erledigen. Was? Geduldet euch noch ein klein wenig. Es wird das Warten wert sein, versprochen. Alles Genauere werde ich erklären, wenn ihr zu eurer nächsten Erkundung aufbrecht. So, und jetzt... Beeilung. Mitgliedsabzeichen, zack. Und nochmal kurz eine nachsynchronisierte Verabschiedung, weil der Video beim Editen nicht drauf klarkommt. Like und oder Abo da lassen. Ich hoffe, beim nächsten Mal funktioniert's besser. Bis dann und ciao.